Hallo, Yassas. Manolis und Vasiliki sind Rentner. Meine Frau, schön, Sie kennenzulernen. Ist das Ihr Haus? Ja. Seit einigen Jahren leben Sie in dem Sommerhaus, das Sie auf der griechischen Insel Samos gebaut haben. Kommen Sie, da sind viele Freunde. Das Rentnerpaar will uns seine besonderen Nachbarn vorstellen. Asylsuchende, die seit Monaten im Flüchtlingslager auf Samos festsitzen. So sieht es im Lager aus. Schauen Sie, wie wir schlafen. Das soll Essen sein, zum Abendessen. Essen Sie das mal. Haben Sie Hunger? Uns geht es schlecht, genau wie diesen Menschen. Es ist sehr schwer, auch für uns. Sie sind gezwungen, ihre Notdurft überall hier in der Natur zu verrichten. Die hygienischen Zustände sind schlimm. Unser Zaun wurde mehrmals zerstört. Mit meiner kleinen Rente habe ich Mühe, hier alles in Ordnung zu halten. Es ist die Hölle hier, für 1, 2, 3 Jahre. Sie rauben uns unsere Zukunft. Ich werde für Sie kochen. Das Essen wird in einer Stunde fertig sein, okay? Ich koche jeden Tag für Sie. Das ist von gestern übrig geblieben, aber heute koche ich frisch. Es gibt Macaroni mit Thunfisch. Menschen, die helfen, werden stigmatisiert. Das heißt, warum hilfst du denen? Sie sind krank, sie sind dies, sie sind das. Dieser Mann und seine Frau haben ein gutes Herz. Und ich bete zu Gott, dass er sie segnet und ihnen ein langes Leben gibt. Am Anfang haben alle geholfen, fast jeder. Aber dann kamen immer mehr Migranten, darunter auch Kriminelle. Jetzt haben die Menschen Angst. Wenn Europa an das Ideal der Gleichheit der Staaten glaubt, muss es sich mit diesem Problem befassen und Griechenland nicht zu einem riesigen Lager verlorener Seelen werden lassen, in dem die Menschen unter erbärmlichen Bedingungen leben, genau wie wir. Die Insel ist weniger als 2 Kilometer von der türkischen Küste entfernt. Inmitten der paradiesischen Landschaft sticht die harte Realität des Flüchtlingslagers heraus. Es ist einer der 5 sogenannten Hotspots, eines der Registrierungszentren für Asylbewerber auf den nordägäischen Inseln. Ehemals gebaut für 650 Menschen hausen heute 4000 Migranten in und um das Lager. Seit dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei 2016 ist es ihnen verboten, den Kontinent zu betreten, bis ihr Asylantrag bearbeitet ist. Das kann Monate oder Jahre dauern. Die Bedürftigsten haben die Chance, schneller auf das Festland gebracht zu werden. Das ist das medizinische Zentrum des Lagers. Die Schlange ist heute besonders lang. Die Leute wissen, dass ein ärztliches Attest ihre Chance sein kann, Samos zu verlassen. Der einzige Arzt im Zentrum ist überfordert. Wenn man mit Europa spricht, heißt es, die Krise ist vorbei, weil der Zustrom nachgelassen hat. Aber davon merkt man hier nichts. Es kommen immer weiter Menschen. Die Hoffnung schwindet, die Frustration steigt. Es ist 10-mal schwieriger geworden, auch für uns. Der Leiter des Zentrums lehnt jedes Interview mit den Medien ab. Wir dürfen das Lager nur für eine Stunde betreten, weit weg von den schäbigen Behausungen. Wir setzen unseren Besuch außerhalb des Lagers fort. Mohammed ist Syrer. Er kam vor 10 Monaten auf die Insel. Das ist der Dschungel. Überall liegt Müll rum. Niemand kümmert sich darum, denn wir leben außerhalb des Lagers. Hier gibt es Ratten und manchmal sieht man Schlangen. Und wie Sie sehen, gibt es kein Wasser, kein Badezimmer, nichts.
Im Winter ist es sehr kalt und im Sommer sehr heiß. Die Bedingungen sind schwierig. Ich habe meinen Asylantrag vor 6 Monaten gestellt. Mir wurde gesagt, das große Interview seit 2021. Können Sie sich das vorstellen? 2021. Datum des Interviews zur Prüfung des Antrags, 13. Januar 2021. Bedeutet das, dass Sie hier warten müssen? Wir sind seit 6, fast 7 Monaten hier. Wir werden verrückt. Schlechtes Essen, kaum Schlaf. Wir werden wie Tiere behandelt. Wir verstehen das nicht. Hallo. Hallo. I am from Iraq. You are from Iraq? Sie kommen aus dem Irak? Ja, ich bin seit 8 Monaten hier. Hallo. Hallo. Nice to meet you. How are you? Ich lebe hier im Freien mit Insekten und Ratten. Ich hatte Hautkrankheiten. Mein psychischer Zustand ist sehr schlecht. Wenn man mich nicht als Flüchtling anerkennt, soll man mir das sagen, dass ich hier nicht weiter vor mich hin vegetiere. Sie müssen nur die Grenze öffnen und ich verlasse Griechenland. Hier sind unsere Zelte, unser Zuhause. Das ist meins. Das Eldorado wurde zur Hölle. Der Ort, von dem ich dachte, dass ich wirklich Zuflucht finden würde, in dem ich all die Sorgen aus meinem Land, all die schlechten, sehr schlechten Erinnerungen vergessen könnte, bringt alles zurück und macht es noch schlimmer. Es ist traurig, wirklich traurig. Der junge Mann floh aus der Demokratischen Republik Kongo, wo er verfolgt wurde. Der Prüfungstermin für seinen Asylantrag ist in 1,5 Jahren. Um das Beste aus seiner langen Wartezeit zu machen, geht er jeden Tag in dieses Gemeinschaftszentrum, das von Samos Volunteers geleitet wird, einer der NGOs, die Migranten auf der Insel helfen. Es bietet einen Rückzugsort, aber auch Rechtsberatung und Sprachkurse. Das Team besteht aus etwa 30 Freiwilligen aus der ganzen Welt. Auch etwa 20 Flüchtlinge arbeiten dort. Nur wenige Einheimische helfen dort mit. Alexandros arbeitet im Tourismusbereich, er gibt Griechischunterricht. Aber Migranten auf Samos zu unterstützen, ist bei den Einheimischen zu einem heiklen Thema geworden. Die Menschen haben das Gefühl, dass sich an der Situation nichts ändert. Sie fühlen sich von der griechischen Regierung und den Politikern im Stich gelassen, die immer versprechen, dass sich die Situation ändern und die Flüchtlinge an einen anderen Ort ziehen werden. Niemand ist mehr bereit zu helfen. Und den Menschen, die Flüchtlingen noch helfen, wird vorgeworfen, dass sie sich nicht um das Wohlergehen der Insel kümmern. Ein greifbares Gefühl in Wathi, der Inselhauptstadt mit rund 5000 Einwohnern. Die Lage des Flüchtlingslagers, nur wenige Dutzend Meter vom Stadtzentrum entfernt, sorgt zunehmend für Verärgerung. Wir haben einen Termin mit dem Leiter der Vereinigung der Bar- und Restauranteigentümer von Samos. Έλα, καλησπέρα. Wenn die Touristen wissen, dass etwa 4.000 bis 5.000 Flüchtlinge aus 51 verschiedenen Ländern in der Stadt leben, wollen einige nicht mehr hierher kommen. Sie ziehen es vor, andere Orte auf Samos zu besuchen. Alle Inselbewohner haben ihre Mitmenschlichkeit unter Beweis gestellt. In den vergangenen 5 Jahren haben wir diesen Menschen, die auf unsere Insel kommen, sehr geholfen. Aber 5 Jahre ist eine lange Zeit. Es muss sich etwas ändern. Ich habe dort auch 3 Monate lang gearbeitet und wieder aufgehört, denn sie haben vor nichts Respekt. Man gibt ihnen etwas zu essen und sie werfen es weg, weil es ihnen nicht passt. Es war zu der Zeit, als wir in Griechenland eine große Krise erlebten. Und diese Typen haben das Essen einfach weggeschmissen.
Der Geschäftsmann zeigt uns seine Sommerbar, die vor der neuen Tourismussaison renoviert wird. Dort wurde 13 Mal eingebrochen. Hier schlugen sie die Fenster ein und stiegen ein. Da drüben haben sie die Türe aufgebrochen. Sie haben den Alkohol gestohlen, den wir hier für den Sommer lagerten. Sie haben die ganze Musikanlage, die Computer, alles, was sie verkaufen konnten, mitgehen lassen. Sind Sie sicher, dass die Einbrecher Flüchtlinge waren? 9 von 13 Mal wurden sie auf frischer Tat ertappt. Sie kamen vor Gericht und der Richter ließ sie eine Stunde später wieder gehen. Hier zeige ich Ihnen, wie sie es geschafft haben, uns zweimal zu entkommen. Sie sprangen von hier auf die Felsen, um zu entkommen. Da drüben. Sehen Sie? Sie haben auch in das Geschäft nebenan eingebrochen und in das auf der anderen Seite auch. Fühlen Sie sich von der Europäischen Union im Stich gelassen? Ja. Die Tatsache, dass hier Flüchtlinge und Migranten festsitzen, die seit 2 Jahren auf den 4 Inseln der nördlichen Ägäis gefangen sind und nicht in andere Länder in Europa oder gar das griechische Festland weiterziehen dürfen, lässt uns alle glauben, dass Europa diese Inseln geopfert hat, um sich selbst zu retten. Im vergangenen April gingen hunderte Inselbewohner während eines Besuchs des für Einwanderung zuständigen Ministers auf die Straße, um die Schließung des Hotspots zu fordern. Die Wut hat nicht nachgelassen. Wir haben einen Termin vor einer der Grundschulen von Vathy. Einige Wochen zuvor hatten Eltern ihre Kinder für einige Tage aus dieser und mehreren anderen öffentlichen Schulen genommen, um gegen die Anwesenheit von Flüchtlingskindern zu protestieren. Sie haben sehr ernste Alltagsprobleme. Sie leben in Zelten neben Ratten und Mäusen. Daneben liegen Müllhaufen. Da macht man sich Sorgen um die öffentliche Gesundheit. Wir sagen, bringen Sie diese Kinder in geeignete Einrichtungen und dann zur Schule. Unsere Kinder sahen in den vergangenen Jahren Dinge, die weit weg von einem normalen Alltag waren. Wir waren es nicht gewohnt, verwundete Kinder ohne Schuhe auf der Straße gehen zu sehen, Kinder aus Mülltonnen steigen zu sehen. Die Mütter ärgern sich darüber, dass ihnen manchmal Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Sie betonen, dass sie nichts gegen die Flüchtlinge haben. Wenige Tage vor Ostern hatten sie Geschenke für die Flüchtlingskinder vorbereitet. Es war eine Willkommensgeste, um Ihnen einen guten Aufenthalt zu wünschen in der kurzen Zeit, die Sie in unserem Land verbringen. Und dass Sie eine Vorstellung von unseren Traditionen bekommen. Wir wollen unser Leben zurück, unsere Inseln. Unser Alltag wurde beeinträchtigt. Wir wollen, dass das Lager woanders hin, aus der Stadt heraus verlegt wird oder dass es geschlossen wird. Die Flüchtlingskinder gehen nach den griechischen Kindern zur Schule und sie benutzen einen anderen Eingang. Weiter kommen wir nicht. Das Lehrergremium hat beschlossen, uns nicht in die Klassenzimmer zu lassen. Das Thema ist sehr heikel. In Erwartung der Entscheidung über ihr Schicksal ist die Integration von Flüchtlingen in die samische Gesellschaft mehr als schwierig. Viele Geschäfte dürfen sie nicht betreten. Dieses Café gehört zu den wenigen, wo sie willkommen sind. Abed, ein syrischer Flüchtling, war Modedesigner in seinem Land. Er hat dieses Café vor einem Jahr eröffnet. Zusammen mit seiner griechischen Mitarbeiterin Joanna. Sie wurde hier geboren. Hey,
Am Anfang hatten wir einige griechische Kunden, aber nicht aus Samos. Niemand hat uns unterstützt. Seit dem Ende der Sommersaison sind unsere einzigen Kunden jetzt die Flüchtlinge. Viele Einheimische drehen den Kopf, wenn sie am Café vorbeigehen, schauen auf die Flüchtlinge und nicken so mit dem Kopf, als ob sie etwas Schlimmes tun würden. Das macht mich traurig, sehr traurig. Abed kam vor 2 Jahren auf Samos an. Er wartet noch immer auf seinen Asylbescheid. Wenn sie die Entscheidung treffen, uns in die Türkei oder nach Syrien zurückzuschicken, werde ich alles verlieren. So wie ich in Syrien alles verloren habe, werde ich hier wieder alles verlieren. Vor ein paar Wochen beschlossen Joanna und Abed, das Café zu verkaufen und Samos zu verlassen. Ich könnte bleiben, wenn ich wollte. Aber selbst wenn diese Flüchtlingsgeschichte enden sollte und ich das Café behalten würde, glaube ich nicht, dass mich irgendwelche Einheimischen unterstützen würden. Ich könnte etwas anderes machen, aber ich will weg. Ich möchte gern etwas anderes mit meinem Leben machen, irgendwo anders, nicht auf Samos. Wir haben zusammen angefangen und wir haben noch mehr Ideen, die wir gemeinsam verwirklichen wollen. Ich habe Träume und noch mehr Ideen. Ich werde es schaffen. Ich lasse mich hier nicht aufhalten. Eines Tages werden sie mich akzeptieren. Die Regierung hat versprochen, das Flüchtlingszentrum Wathi bald zu schließen. Und ein neues und größeres zu eröffnen, ein paar Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Georgios ist der Bürgermeister des Dorfes Mytilini, neben dem das neue Lager gebaut werden soll. Das sind die ehemaligen Schlachthöfe. Hier soll das Migrantenzentrum eingerichtet werden. Von hier aus kann man mein Dorf sehen, in etwa 1 Kilometer Entfernung. Das Problem von Wathi wird in unser Dorf einfach nur verlagert. Das Thema hat das Dorf in helle Aufregung versetzt. Als ich sagte, dass wir kein zweites Migrantenzentrum in unserer Gegend wollen, haben mich einige Leute angegriffen. Da drüben, da, hier, lesen Sie, Bimba, du bist der Nächste. Das bedeutet, dass sie mich abschlachten wollen. Das zeigt die Spaltung der Gemeinde. Eine Gruppe von Dorfbewohnern erwartet uns. Sie sind empört. Wir lassen sie nicht dorthin weiterreisen, wo sie hinwollen. Wir zwingen sie, hier zu bleiben. Und so bringen sie uns ihr Elend. Also ihr Elend wird unseres. Menschen können doch nicht einfach hier bei uns herumlaufen, ohne dass man ihre Identität kennt. Ohne jegliche Kontrolle. Dabei könnten sie kriminelle Diebe oder Vergewaltiger sein. Wir wollen sie hier nicht haben. Das ist der Punkt. Sie können sie hinbringen, wo sie wollen, aber hier wollen wir sie nicht. Es reicht. Wir können nicht mit diesen Menschen leben. Die haben 800 Krankheiten. Wenn man ins Krankenhaus geht, sind da nur Schwarze. Man hat schon gehört, dass sie stehlen. Wir können nicht mit ihnen leben. Wir werden das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Gut möglich, dass das rassistisch klingt, sind wir aber nicht. Bitte bringen Sie uns mit diesem Ausdruck nicht in Verbindung. Aber es steht uns bis hier. Europas Grenzen sind dicht. Und Griechenland zahlt den Preis dafür. Diese Europäer, die am Schalthebel sitzen, verstehen die nicht, dass das Einzige, was sie erreichen, der Aufstieg der Ultrarechten ist? Nach und nach treiben sie uns in die Extreme. Das hat Europa erreicht. Das sollten sie denen mal sagen. Παρακαλώ πολύ. Οκ, πάμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.